So. Heutige Reise führt uns nach Bern. In die Schweiz. Das ist auch nicht so weit weg. Kilometer. Am Tafel geschrieben mit so brechliches. Los. Ja, wir werden den Auflieger aber in die Garage dann wieder zurückstellen übrigens. Ich habe überlegt, das wird unsere letzte Fracht werden mit ihm. Wir werden dann so ein bisschen wieder rumfahren und Anhänger holen und so rumfahren. Vielleicht unser zweiter Fahrer kann den dann benutzen. Im ersten Anhänger ist gekauft, also im zweiten Anhänger, den wir gekauft haben. Dem los ist. Slavi, Slavi. Und jetzt schauen wir uns mal an. LKW-Manager. Und Strecke sind wir noch on the top natürlich. Ja, der Auflieger wird verwendet. Ich sag jetzt 27%. Schön, transportierte Fracht. Das gibt es. Sehr schön. Fahrermanager. Wir haben jetzt schon 4100 Gewinn. Weil generell da. Sehr schöne Produktivität, finde ich. Es läuft alles gut. Ausgeglichen, er macht Fernfahrt. Können wir was ein? Kann ich auch jetzt ausgeglichen wieder machen? Und wir könnten eigentlich auch Fernfahrten lassen. Fährt gerade nach Genf. Fährt gerade nach Klagenfurt. Sehen wir, wo sie gerade sind und wir sind da. Sehen wir dann quasi, wo unsere ganzen Fahrer sind. Cool. Garagenmanager. Wartung.
1000 zu. Sehr schön. Eigentlich war es das. Aber Bank bräuchte man 88.000, den werden wir auf jeden Fall zurückzahlen. Müssten wir noch 80 Tage zahlen. Da müssten wir noch 1.000er mehr drauf zahlen. Obwohl es eigentlich dann wurscht. Insgesamt ist wurscht. Gut. Checkt. In Ansee. Damit er noch vor uns zum Fahren. Gezahlt 8.000. 50.000 Euro könnten wir theoretisch noch nehmen, dann könnten wir die Garage zwar aufrüsten, würde uns das halt momentan gar nichts bringen. Ja. Wir müssten schon 300.000 oder so haben, deswegen würde ich dann trotzdem zurückzahlen den Kredit, sage ich jetzt einmal als erster Stelle. Weil den können wir dann natürlich wieder aufnehmen, wenn wir dann ausgeben auch. Wir haben halt auch eine Übersicht über unsere Finanzen. Ups, hab ich aufgepasst auf dem Board. Ja, auch nur mit dem Radio spielen. Gut. Fahren nach Bern. Unter Straßburg. Ja, okay. Da waren wir noch gar nicht so richtig. Aber das. Ah, nein. Nee, Paris. Gen. Noch 344 Kilometer gar nicht so wild. Schade. Deswegen wird es hier langsamer.
doch schön. Hast du gefahren? Freut mal. Halt. Ich fahr sie gleich voran. Wir fahren jetzt nach Bern. Bern, die Hauptstadt von Graz. Graz, dieses Mini-Land in Österreich und Deutschland. Und Frankreich. Über Frankreich fahren. Das Avenir Monsieur. So, so schön. Bezahlt. Wenn du aber Gas hast. Eine schöne Fahrt noch runter haben. Band vor allem. Wieder rüberfahren.
Ja, schon auf jeden Fall, also spannend darunter eigentlich. Auf Beschleunigung am Level aufgestiegen, habe ich nicht gelesen, wer. Aber schön für Fahrer. Sie da auch aufbringen.